Ja, Fett hat in unserer Gesellschaft immer einen leichten negativen Beiklang. Und wenn wir Körperfett hören, unseren Körperfettanteil, dann wollen wir immer so wenig wie möglich davon haben. Aber auch ein sehr niedriger Körperfettanteil kann zu gesundheitlichen Folgen führen. Zum Beispiel Probleme mit unserem Hormonhaushalt, wie zum Beispiel auch Probleme mit Testosteron. Fettes Essen ist ungesund laut Rezept. Rezepten, die wir immer wieder bekommen, sollen wir immer darauf achten, nicht zu viel Fett zu uns zu nehmen. Und so ist Fett auch bei uns Menschen natürlich ähnlich negativ beladen. Auch hier wird Fett häufig nur mit einem ungesunden Körper verbunden. Man hat zu viel Fett, Fett ist schlecht. Mittlerweile ist aber sowohl beim Essen als auch beim Menschen klar, dass Fett auch positive Eigenschaften hat, dass Fett wichtig ist. Und immer wieder betone ich auch, und auch das ist ein wichtiger Fakt, Fett ist nicht gleich Fett. Jetzt im Video, in diesem jetzt, geht es konkret um unsere Fettpolster bzw. unseren Körperfettanteil. Also wie viel Anteil Fett an unserem Körper haben wir? Wie viel ist noch gesund? Und ab wann sollten wir das Fett wirklich reduzieren? Wie misst man überhaupt diesen Körperfettanteil und wie wird man ihn gezielt los? Welchen Körperfettanteil ist überhaupt normal? Welches erstrebenswert? Diese Fragen werden wir jetzt in dem Video einmal beantworten. Also dranbleiben, spannendes Thema. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitsbilder und Symptome, aber auch Themen wie Ernährung, Fitness, Gesundheit. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Fett hat in unserem Körper viele Aufgaben, viele wichtige Aufgaben. Fett ist für uns ein lebensnotwendiger Energiespeicher zum Beispiel. Es wird gebildet, um überschüssige Energie aus der Nahrung für Zeiten zu speichern, denen uns weniger Nahrung bzw. Energie zur Verfügung steht. Das ist der ganz grundsätzliche Mechanismus von Fett und wieso wir sozusagen Fett ansetzen. Bei uns jetzt, in westlichen Ländern, kommt das natürlich kaum noch vor, dass wir Energiereserven brauchen. Deswegen werden wir hier auch im Durchschnitt immer dicker. Doch evolutionär bedingt war das ein Schlüssel zum Überleben, wobei auch das natürlich an seine Grenzen stieß. Wir klären jetzt einmal ab wann der Körperfettanteil zu hoch ist, ab wann er gefährlich ist, worauf man achten muss, welche Grenzen und welche Gefahren bestehen. Wie hoch ist ein gesunder Körperfettanteil? Um das zu beantworten, muss ich zuerst einmal über den Unterschied zwischen Körperfett und BMI aufklären. BMI hört und liest man ja immer wieder. Der BMI setzt nur das Körpergewicht mit der Körpergröße ins Verhältnis. Bei kleinen oder sehr großen Menschen und auch bei Sportlern mit überdurchschnittlich viel Muskelmasse zum Beispiel gerät diese Berechnung schnell an ihre Grenzen und gibt eigentlich gesunden Menschen ungesunde Werte aus. Und dann kommt es noch auf die Verteilung des Körperfetts an, auch immer ganz wichtig. Viel Fett am Bauch ist definitiv ungesünder als Fett an den Oberarmen, also Stichwort Bauchfett. Der Körperfettanteil ist insgesamt im Vergleich zum BMI wesentlich aussagekräftiger, da er sich wirklich auf den Anteil des Fettgewebes im Körper bezieht und damit eindeutig bessere Aussagen zur Gesamtgesundheit unabhängig vom Körpergewicht, vom Körperbau, also der Muskelmasse und auch dem Aussehen möglich sind. Hier in dieser Tabelle einmal sehen Sie den durchschnittlichen Körperfettanteil für Menschen unterschiedlicher Altersklassen. Der steigt im Alter leicht an, unser Körperfettanteil, da sich im Verlauf des Lebens der Stoffwechsel verändert und man gleichzeitig auch Muskeln abbaut. Frauen haben außerdem einen wesentlich höheren Fettanteil als Männer in allen Lebensphasen. Und so grob geschätzt kann man sagen 10-15% mehr. Der normale Körperfettanteil liegt bei Frauen bei etwa 20-30%. Bei Männern kommt man so mit 10-20% aus. Das ist bei Männern sozusagen normal. Für Kinder ist die Bestimmung noch nicht abschließend geklärt. Das ist aber für die Entwicklung sehr wichtig, dass diese keinen zu niedrigen Körperfettanteil aufweisen. Denn Körperfett produziert wichtige Hormone. Ganz wichtig an dieser Stelle einmal auch, wenn also Männer einen hohen Körperfettanteil bekommen, so zum Beispiel von 20-25%, ist das quasi ungewöhnlicher und damit wahrscheinlich für die Gesundheit negativer als bei Frauen. 25% Körperfettanteil bei Frauen ist nicht so kritisch zu bewerten, ist ja relativ normal. Bei Männern hingegen 25% ist eher unnormal, damit auch eher ungesund. Körperfettanteil beeinflussen. Besonders das Bauchfett. Das kann für unseren Körper gefährlich sein. Das betone ich ja auch immer wieder, auch in meinen Videos. Die hier produzierten Hormone sind nicht immer gesund, weswegen besonders das Fett am Bauch nicht überhand nehmen sollte. Und hier in diesem Video einmal finden Sie alle Infos über die Risiken unseres sogenannten Bauchfetts. Da wir allerdings Fett nicht gezielt abbauen können, also nur eine bestimmte Stelle das Fett reduzieren können,
obwohl das natürlich auch immer wieder in ihren Ratgebern und woanders behauptet wird, bleibt uns nichts anderes übrig, als insgesamt Fett zu verlieren. Und dabei hilft eine Ernährungsumstellung, zum Beispiel Low Carb, viel Sport und diese 5 Tipps, um den Stoffwechsel anzukurbeln, die ich hier einmal nenne. Im normalen Alltag sollte man sich über seinen Körperfettanteil keine Gedanken machen. Wir sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass das Fett zwar einige positive Eigenschaften hat, wir brauchen Fett, ein zu wenig an Fett ist gefährlich, ein Übermaß aber definitiv gesundheitsschädigend ist und meist haben wir das Problem eines Übermaßes. Gleichzeitig belastet ein hohes Gewicht ja auch unsere Gelenke und sorgt damit für erhöhten Verschleiß des Körpers, also noch ein ganz anderer Aspekt. Wenn Sie selbst Bedenken haben, ob Ihr Körperfettanteil noch im gesunden Bereich ist, liegt, lassen Sie ihn einfach mal vom Hausarzt messen. So bestimmen Sie Ihren Körperfettanteil. Und jetzt zur wichtigen Frage, worum das Video sich auch dreht. Wie kann man den Körperfettanteil nun bestimmen? Wie kann man ihn festlegen? Für den Anfang erfüllt eine gute Körperfettwaage den Zweck. Wenn sie verlässliche Ergebnisse zeigen soll, die Waage, ist sie leider nicht ganz so günstig und nun daher nur für Menschen, die regelmäßig ihren Körperfettanteil messen wollen. Dafür leiten sie einen Stromstoß durch den Körper und messen, wie stark der Widerstand ist. Keine Angst natürlich, sie bekommen davon nichts mit, aber das Fett hemmt hier die Weiterleitung, gibt einen ja ungefähren Fettanteil wieder. Ich denke aber, für den Normalfall, für uns reicht genauso eine Waage. Allerdings nur für die Beine, da wird es gemessen, denn weiter kommt der Stromstoß leider nicht. Genauer wird es mit einem sogenannten Maßband oder einer sogenannten Kaliperzange. Mit dem Maßband wird der Körperumfang an mehreren Stellen ermittelt und der Körperfettanteil dann anschließend aus einer Tabelle ermittelt, kann man da ablesen. Und mit der Kaliperzange, da werden Hautfalten gemessen. Dazu greifen Sie dann einfach an einer Stelle die Haut und das Fettgewebe und messen, wie dick es dort ist. So macht man das, so habe ich das selber auch erlebt, zum Beispiel im Fitnessstudio. Beide Varianten sind wesentlich genauer als die Waage, allerdings im Profisport immer noch nicht ausreichend. Da macht man das nochmal anders. Sportler müssen zum hydrostatischen Wiegen, bei dem sie einen Wassertank oder in einen Wassertank steigen und die Wasserverdrängung sowie das Gewicht unter Wasser gemessen wird. Insgesamt natürlich sehr aufwendig und definitiv zu teuer, um eine Alternative für den Alltag für Sie zu sein, da eher die Waage, diese Zange. Die genaueste Methode, das ist auch noch interessant, die nennt sich DEXA, ist im Prinzip ein Röntgenbild, das alles Fettgewebe misst, allerdings auch immer mit einer kleinen Strahlenbelastung natürlich einhergeht, für den Alltag ebenfalls nicht zu empfehlen, brauchen Sie nicht. Sportler sind ein Sonderfall. Bei Sportlern, insbesondere natürlich bei Leistungssportlern, die ganz viel, ganz oft Sport machen, sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Große Mengen an Muskeln verbrauchen sehr viel Energie. Deswegen auch wichtig natürlich, dass man zum Beispiel Muskeltraining macht, wenn man Energie verbrennen oder verbrauchen will. Gleichzeitig verbraucht auch das normale tägliche Training einen Großteil der zugeführten Energie bei den Spitzensportler natürlich direkt und bei Profisportlern mit jedem Mahlzeit natürlich optimal auf die Kalorienbilanz abgestimmt. Aber was für die Profisportler gilt, gilt auch für uns Normale. Insgesamt wird dem Körper also viel kontrollierter Energie zugeführt, während er gleichzeitig riesige Mengen davon verbraucht. Männer im Leistungssport können daher problemlos auch einen Körperfettanteil von weit unter 10% vorweisen. In der Bodybuilding-Szene zum Beispiel sind Körperfettanteile von etwa 4-5% möglich. Dann kann es allerdings vorkommen, das ist das Wichtige, was auch uns Normale betreffen kann, wenn er zu niedrig wird, dass sich so ein wenig dämpfendes Fett unter den Fußsohlen zum Beispiel befindet, dass diese Sportler kaum noch laufen können. Auch an den inneren Organen kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel können die Nieren abfallen und noch vieles mehr. Das fällt dann eindeutig in die Kategorie natürlich Extremzustand und ist auch gesundheitlich mindestens bedenklich. Auch unter Sportlern haben Frauen im Vergleich wieder einen höheren Körperfettanteil. Hier gelten etwa 13-15% als untere Grenze des Machbaren. Alles darunter bringt auch den Hormonhaushalt durcheinander, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der Nutzen von Fettgewebe. Denn Fett ist für unseren Körper unverzichtbar. Fettgewebe ist das größte endokrine Organ des Menschen. Endokrin bedeutet, dass es Hormone produziert und hochaktive Stoffe ausschüttet, die im Körper gebraucht werden. Allerdings muss man dabei zwischen weißem und auch braunem Fettgewebe unterscheiden. Die weißen Fettzellen sind größer und für die Speicherung von Energie zuständig. Das sind auch die, die quasi größer werden bzw. sich vermehren, dann wenn man dick wird. Die braunen Zellen sind kleiner, sollen vor allem die Körpertemperatur erhalten.
Gleichzeitig produzieren beide Typen Fettzellen Hormone, die auf den Blutdruck, die Blutgerinnung, die Zellteilung, viele andere Vorgänge im Körper einwirken. Gleichzeitig schränkt zu viel Körperfett aber die Leistungsfähigkeit ein und belastet den Körper. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal für Kommentare, Meinung hierzu, Ihre Meinung zum Körperfettanteil, was Sie vielleicht tun, um den zu reduzieren. Schreiben Sie ihn gerne einmal in die Kommentare. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.